In der kommenden Woche wird die Videoüberwachung am Hamburger Hauptbahnhof auf den Hachmannplatz ausgeweitet. Das teilten Innenbehörde und Polizei mit. Es ist damit nach der Einführung eines Waffenverbots und eines Alkoholkonsumverbots ein weiterer Schritt im Maßnahmenpaket der Allianz Sicherer Hauptbahnhof. Nach Informationen des Abendblatts sind 27 Kameras mit Blick auf den Hachmannplatz installiert worden. Sie sollen über den Videobeobachtungsraum im Polizeikommissariat 11 überwacht werden. Der Hamburger Hauptbahnhof gilt als einer der gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland. Zählt aber auch als meistfrequentierter.